Für Spannung bis zur letzten Minute sorgten am 22. Januar die Mannen des UHC Weißenfels und deren Kontrahenten, den Red Devils aus Wernigerode. In der Inge Schandinghalle traten sie gegeneinander an, um zu klären, wer zum Viertelfinale des Stennerlein-Pokal nach Dessau fährt. Nach dem Europapokal sind wir natürlich sehr euphorisch gewesen, keine Frage. Das war der erste Saisonhöhepunkt mit einem Ergebnis, das wir selbst nur in unseren kühnsten Träumen erwartet hatten. Danach ist logisch, hat man erstmal so einen kleinen Absacker, wenn man alles auf so einen Punkt konzentriert. Wir haben in Wernigerode verloren. Das darauf folgende Ligaspiel. Heute sieht es so aus, dass wir diesen Konkurrenten wieder haben. Und es geht heute um den Einzug ins Pokalfinale, sogenannte Final Four, unter die letzten vier von Deutschland. Das ist eigentlich unser erklärtes nächstes Teilziel. Und da müssen wir uns heute ganz schön strecken. Beide Mannschaften sind unheimlich ehrgeizig. Und diese Begegnungen sind immer von großer Attraktivität. Das erste Drittel sah nicht so aus, als hätten die Weißenfelser die Absicht, am Pokal weiter teilnehmen zu wollen. Die Red Devils punkteten viermal, Weißenfels erzielte lediglich einen Treffer. Wenn man nicht wüsste, dass die Saalestädter immer für Überraschungen gut sind, hätte man nach Hause gehen können. Also wir haben im ersten Drittel haben wir ein bisschen verschlafen, waren einfach nicht bereit genug im Kopf und da hat Wernigerode dann das eiskalt ausgenutzt und vier Tore geschossen. Ja, das passiert und wir haben einen guten Kampfgeist gezeigt. Und, ja, sie haben eine starke Mannschaft, sie haben ziemlich viele gute Ausländer und auch starke deutsche Spieler, junge deutsche Spieler und natürlich auch Ramon Ibold, der halt da auch deutsche Nationalmannschaft spielt und sehr guter Spieler ist. Ja. Wie wichtig ist so ein Pokal? Das ist schon ordentlich, das ist schon, sagen wir mal, so ein Prestige, den Pokal zu gewinnen. Wir haben in Deutschland über 60 Mannschaften bei den Herren, die sich daran beteiligt haben. Die Damen haben schon die Qualifikation geschafft unter die letzten vier von Deutschland. Und die Herren möchten auch dorthin. Und zumal das Final Four am 11. und 12. März in Dessau stattfindet, in der großen Anhalt-Arena. Und da wollen wir natürlich unseren Landesverband natürlich auch hervorragend vertreten. Das zweite Drittel war das der Weißenfelser. Vier Treffer in Folge schafften nicht nur den Ausgleich, sie gingen mit einer Führung von 5:4 in die Pause. Nach wie vor ist diese Sportart im Gegensatz zu Schweden reiner Freizeitbetrieb, trotz Bundesliga. Unsere Männer und Frauen kriegen nicht mal für den Meistergewinn irgendeinen Euro. Es gibt eine tolle Feier und durchaus dann beim Meisterschaftsgewinn die Möglichkeit, am Europapokal teilzunehmen. Und das ist dann auch wieder die Teilnahme eine Frage der Finanzen, ob wir die aufbringen. Wir haben also eine solide Sponsorenbasis, also das ist keine Frage. Das ist die Grundlage für unsere Entwicklung, die wir bisher vollziehen konnten. Aber internationale Aufgaben erfordern, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr finanziellen Rückhalt. Wenn dem so ist, dass wir Meister werden und diese Teilnahmebedingungen wieder umsetzen wollen, dann ist es eigentlich schon ein bisschen mehr erforderlich. Die Basis dafür legen natürlich die Spieler. Wernigerode blieb im letzten Drittel dran. Nach 9 Minuten schafften sie den Ausgleich. Eine Minute später ging Weißenfels wieder in Führung. Die Roten Teufel zogen kurz darauf wieder nach. Motivation ist ein wesentlicher Faktor. Die Motivation ist bei unseren Leuten im Blut und die wissen, dass sie bei uns eine hervorragende Ausbildung kriegen, in Europa rumkommen. Und das ist der Lohn für die tolle Arbeit und die tollen Leistungen, die die Mannschaften bringen. Das gilt nicht nur für Pokale, sondern auch für die Bundesliga. Die Herren wurden bereits 12-mal Deutscher Meister, die Damen bereits 6-mal. Wir sind klar Tabellenerster. Wir haben das erklärte Ziel, dass wir unter die letzten vier kommen in der Tabelle. Das ermöglicht die Teilnahme an den Playoffs. Das ist Voraussetzung für das, was wir die Saison bringen wollen. Und dann haben wir natürlich wieder starke Gegner. Da könnte wieder Wernigerode dazu zählen, Berlin dazu zählen, Tempelhof Berlin, Lilienthal oben bei Bremen. Also dieses Jahr ist schon einiges in Bewegung. Viel Bewegung gab es zum Ende des letzten Drittels. Erst in der 17. Minute ging der UHC wieder mit 7:6 in Führung. In der 19. Minute erhöhten sie auf 8, da die Strategie der Red Devils, den Torhüter rauszunehmen, nicht aufging. Doch Wernigerode war noch nicht abgeschrieben.
In der 20. Minute zogen sie nach und erhöhten auf 7. Einige Sekunden waren noch Zeit, für ein Tor reichen nur wenige. Der Torhüter der Teufel wieder auf der Bank. Ja, wir wussten, wie Wernigerode verteidigt und haben dann halt versucht, Wege zu finden, wie wir dann gegen so eine defensive Verteidigung auslösen können. Den Ausgleich schaffte Wernigerode nicht mehr. Die Roten Teufel können sich also auf die Bundesliga konzentrieren und die UHC-Männer fahren, wie die Frauen also nach Dessau zu den Final Four des Stenelein FD-Pokal.